Ich bin's, der Onkel Kramer, das ist meine Arcade-Mini-Halle. Heute geht es um Outdoor-Automaten, also um Snack- und Drink-Automaten, Standorte. Wir fahren gleich mal nach dem Intro zusammen los und gucken uns die ganze Geschichte an. Bevor es dahin geht, checken wir noch mal ganz kurz die Produkte. Was gibt es Neues? Was solltet ihr beachten? Und ich würde sagen, wir starten durch. Happy Wending mit dem Wending Friday. Los geht's. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Die Sonne, Satan, die scheint heute aber auch wieder. Und wir sind aktuell, wie gesagt, noch im Onkel Kramer Laden hier in Sedelsberg. Wir wollen natürlich gleich mal losfahren und checken, wie ist es mit den Outdoor-Standorten, wo würde ich jetzt was hinstellen. Und ich kann euch da quasi einen Plan mit an die Hand geben, dass ihr selber erfolgreich auch diese Dinge aufstellen könnt. Und das mache ich nicht nur ohne Eigennutz, sondern na klar, ich habe auch einen Automatenhandel. Aber ich bin nicht einer von den Händlern, die einfach nur sagt, das ist toll und ich verkaufe das, sondern ich lebe das halt auch selber und zeige halt auch selber, wie es funktioniert. Auch anhand von anderen Standorten, Schwiegermutter hat ein Gerät, hier nebenan ist Ostfriesland Snacks, im Nachbargebiet halt. Und wir wollen ja natürlich Geld verdienen und nicht nur Geld wechseln oder im schlimmsten Fall Geld verbrennen. Deswegen sind die Produkte ganz entscheidend. Ich mache das Ganze mal kurz auf hier. Ganz klar, im Getränkebereich nimmt immer die Topseller, nimmt nicht irgendwelche No-Name-Sachen, die gehen da tatsächlich nicht. Das sieht im Snack-Bereich ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, bei den Getränken achtet darauf, die richtige Cola. Pepsi ist so eine Sache, kann man mal probieren. Aber auf jeden Fall den richtigen Red Bull, natürlich auch Alternativen anbieten, die ein bisschen günstiger sind. Sowas wie zum Beispiel hier der Action, ganz klar. Sehr umsatzstark, jedenfalls bei diesem Standort. Man kann nicht immer sagen, dass das an jedem Standort der Garant dafür ist. Und das Teil würde zum Beispiel ganz schlecht in den G-Snack reinpassen, weil es einfach eine viel zu hoch, ne? Da müssten wir die untere Etage hochsetzen, dann wird es oben wieder eng. Kann man natürlich machen, aber das verkauft sich eher besser im G-Drink. Beziehungsweise hier ist es ja die Kombination Master-Slave von uns. Und also das hier sind die Top-Seller. Das läuft hier, könnt ihr euch gerne selber einmal einen Screenshot machen, abfotografieren. Dies sind die Getränke, die einfach mal gut laufen. Hätte ich jetzt so ein Einzelgerät, ganz klar, ich würde Coca-Cola nehmen, ich würde vielleicht eine Fanta-Sorte nehmen, rot oder grün, dann natürlich Monster mit drin haben, einen billigen Energy, auf jeden Fall 2-3 Fächer mit Red Bull. So Sachen wie Flying Horse Effekt würde ich dann halt da nicht mehr reinpacken, so Sondersachen wie Dr. Pepper, Cherry und so weiter, das ist da völlig uninteressant. Bezogen auf einen G-Snack, wo wir Getränke mit reinpacken. Ganz wichtig, bei Red Bull fangt da nicht an mit Alterskontrolle. Das Problem ist, die Leute kaufen weniger durch die Alterskontrolle. Wenn man, ich habe das hier vom Tabakoland hier auch gehört, wenn man die Möglichkeit hat, ohne Alterskontrolle zu verkaufen, verkauft man mehr. Am Zigarettenautomaten kannst du nur ohne Alterskontrolle verkaufen, wenn das zum Beispiel ein Laden ist, wo auch jemand drin steht, der das beobachtet. Ne? Beim Automaten ist es so, es gibt Leute, die verkaufen Red Bull mit Altersfreigabe und da verschießt du jede Menge Kunden, weil die keinen Bock haben, jedes Mal, er nervt aber auch, ne? jedes Mal ihren Ausweis rauszuholen. Das ist eine Bequemlichkeit. Man geht ja schon in Automaten, weil man bequem ist, aber man hat keinen Bock, seinen Ausweis dann bei jedem Produkt einmal durchzuziehen. Ne? Und also da wirklich nur drauf achten, bei E-Shishas, wo es auch gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es ab 18 ist oder 16, ne? Da sollte man die Alterskontrolle einsetzen, aber nicht bei irgendwelchen unnötigen Sachen, nur weil es eine freiwillige Sache ist. Da werdet ihr auf jeden Fall viel Geld verschenken. Dann kommt manchmal die Mutti rein, ich kann es ja auch immer verstehen, das ist ab 18, das kannst du nicht verkaufen. Und doch kann ich, ist es eine freiwillige Sache und warum soll ich das denn machen? Ne? Ihr habt auch alle zu Hause den Kaffee bei euch im Schrank drin, da ist genauso viel Koffein drin, ihr habt Zucker im Schrank und warum soll ich jetzt anfangen, irgendwas ab 18 zu machen, was gar nicht ab 18 ist? Ne? Nur weil es andere machen. Gucken wir mal hier rein. Ich mache es halt nur auf, damit es nicht so spiegelt mit der Kamera. Könnt ihr mal selber checken. Also ich habe unten die Laufbänder statt Spiralen reingebaut. Die kann man so austauschen, ist gar kein Problem. Sind leider relativ teuer, muss ich sagen. Hab hier, weil ich gerade ein Produkt nicht habe, einen Lückenfüller drin, den ich eigentlich hinten in meinem Sally-Automaten da verkaufe. Das hier ist ganz neu, finde ich eigentlich ganz cool.
günstig im Einkauf, kannst einen Euro für nehmen, hast auf jeden Fall 50 Cent dran verdient. Aber hier Beefy ist wirklich, Beefy Roll ist stärker geworden als der normale Beefy Snack. Giotto läuft wirklich gut. Diese Dinger, ich weiß auch nicht, warum sie die kaufen. Ersatzprodukt für Sonnenblumen gewesen. Kondome stark. Schwangerschaftstest hatte ich hier vorher drin. Läuft nicht an jedem Standort, ist gerade ausverkauft. Die Dinger laufen richtig gut. Macht sie nicht ganz auf 10 Euro, sondern vielleicht auf 9 Euro. Dass ihr immer noch ein bisschen billiger seid als die Konkurrenz. Im Automatenland bei uns könnt ihr die Dinger günstig kaufen. Und dann habt ihr immer noch ein richtig geiles Zusatzgeschäft. Oder hier, diese Dinger. Die Dinger sind geil. Teilweise muss man Sachen falten, damit man sie reinkriegt, weil es nicht immer das optimale Automatenprodukt gibt. Was es aber gibt, ihr könnt euch eintragen für einen neuen Lieferanten. Wir haben da für euch einen speziellen Deal ausgehandelt und es läuft ein bisschen anders als bisher über MCS, sage ich mal. Das läuft halt mit Palettenbestellung. Das heißt, ihr bestellt eine größere Menge, kriegt dafür auch einen besseren Preis und habt da den Vorteil, dass ihr noch mehr Automatenpackungsgrößen habt. Das heißt auch Sachen wie zum Beispiel hier Knickknack. Das braucht man nicht unbedingt als Markensache. Das sind ja mal klein geworden, ne? Die muss man früher mal noch umschnallen. Krieg und Corona, sei Dank wurde diese Packung kleiner. Auf jeden Fall, wenn jemand eine Packung sieht, wo Nüsse drauf sind, dann kann er sich vorstellen, dass das ist wie Knickknacks. Und da macht man kaum Verluste durch. Bei Getränken ist es anders, das ist wirklich eine geschmackliche Frage. Aber so eine Nuss im Teigmantel kriegt jeder hin. Und da gibt es noch einige Produkte mehr, auch diese Kuchenprodukte. Bist aber auch lauter. Und wie gesagt, tragt euch da gerne ein. Ich packe den Link unter dem Video in die Infobox mit rein. Und es kommt, ich schätze mal so Ende des Monats auf jeden Fall ein Video, in dem ich das Ganze vorstelle, wie das abläuft mit der Bestellung, Mindestbestellwert, was für Waren gibt es und so weiter. Dazu auf jeden Fall am Monatsende mehr. Ich werde da hinfahren und euch das auch immer einmal zeigen. Und da kriegen wir auch viele geile Alternativprodukte. Was bei mir halt an diesem Standort auch nochmal gut geht, das runter hier, ist Trolli. Trolli ist nicht Haribo. Normalerweise Haribo und sowas, das läuft. Aber Trolli komischerweise, ich weiß nicht warum, in Automaten läuft das tatsächlich. Im Laden ist es eher so der Ladenhüter. Aber in den Automaten selber läuft Trolli. Und Trolli kannst du richtig günstig einkaufen. So viel zu den Produkten. So, wie geht jetzt meine Arbeit los, wenn ich jetzt mehrere Standorte akquiriere? Wie mache ich das? Erstmal setze ich mich ganz klar zu Hause an den PC und ich würde sagen, da fahren wir jetzt einmal ganz kurz hin. Und da ist es relativ einfach, einen Standort zu finden. Klar, nur weil man ihn auf der Karte sieht, dann ist es nicht gleich mein Standort, aber es ist schon mal der erste Schritt dahin. So, da sind wir schon. So, und als Beispiel gehen wir jetzt mal auf Google Earth. Google Earth ist ein super Werkzeug für Automatenaufsteller. Und ich würde sagen, wir haben hier schon ein Dorf eingetippt, Achternmeer in dem Fall. Und dann gucken wir uns mal Achternmeer von oben an. Achternmeer, das ist eine kleine Stadt. Hier haben wir eine Schule. Die Schule sitzt hier in diesem Bereich, wo mein Mauszeiger ist, in der Korsosstraße. Und ganz in der Nähe ist auch eine Bäckerei, wo wir vielleicht was stellen könnten. Da stand, glaube ich, früher sogar schon mal ein Automat. Da ist dann eventuell die Akzeptanz für sowas dann nochmal größer. Wir gucken halt nach Zigarettenautomaten, nach Kondomautomaten, nach Altkleider, wo sowas steht. Wir suchen uns jetzt hier quasi in diesem Bereich dann einmal die beste Stelle raus. Und ich würde sagen, wir starten da bei der Bäckerei, beim Partyservice Meier. So, wir sind in Achternmeer. Hier vorne sehen wir schon mal die Schule. Man denkt auf den ersten Blick, ja, das kann nicht sein, aber das ist wirklich eine gute Location hier. Hier sind viele Leute, viele kleine Häuser hinten in den Siedlungen drin. Und das Angebot ist echt mager. Also wie gesagt, die Schule zur rechten Seite hier. Jetzt haben wir hier noch einen interessanten Standort. Da werde ich mal ganz kurz anhalten, weil das ist direkt an der Schule. Und zwar ist das hier so ein Festsaal. Und am Festsaal könnte man einen Automaten hinstellen. Das wäre die erste Adresse. Warum? Ich zeige euch das mal ganz kurz, weil der Parkplatz wirklich schön ist. Hier direkt dahinter befindet sich die Schule und dementsprechend kann man hier wunderbar einen Automaten hinstellen. Jeder kann gleich schön rauffahren hier und parken. Ein Stück weiter ist der Bäcker, da fahren wir jetzt mal hin. Das ist zwar irgendwie eine kleine Pofstraße, aber das ist da, wo der meiste Verkehr sich durchbewegt, Richtung Oldenburg, also zunächst größeren Stadt, Verkehrswege, Berufswege und so weiter. Jetzt fahren wir mal ganz kurz hier einmal drauf.
Und das im Hintergrund ist jetzt quasi der Bäcker. Sieht ziemlich ruhig aus. Ich glaube, dass hier nicht mehr viel geht. Früher stand hier sogar ein Automaten, genau an dieser Ecke, ein Coca-Cola-Automat. Und dementsprechend ist das hier eine super Lage. Also meine erste Wahl wäre tatsächlich hier beim Bäcker zu fragen, ob sie ja sagen, weiß man nicht, weil die selber meist auch noch Getränke verkaufen. Aber auf jeden Fall hinten beim Festsaal, der will sich definitiv Geld dazu verdienen. Da hinten jetzt gehen die ganzen Siedlungen hoch. Das heißt, da wohnen jede Menge Leute. Hier umzu sind viele, die aus dem Stadtgebiet hierher gezogen sind, weil im Stadtgebiet einfach alles zu teuer ist. Und hier vorne, wie gesagt, der Festsaal als zweite Möglichkeit. Warum steht hier noch kein Automat? Ne? Das wäre Automat Number One. Und da man als Automatenaufsteller eine Route aufbaut, muss man auch immer gucken, wo könnte der nächste hinkommen. Was ist logisch? So, der nächste logische Punkt ist jetzt hier Oberlethe. Oberlethe ist ein relativ kleines Dorf, hat aber den Vorteil, dass von vielen Seiten, dass es ein Dreh- und Angelpunkt ist. Also hier fahren viele durch und die Einwohnerzahl ist da jetzt nicht enorm hoch, aber das Angebot für Snacks und Getränke natürlich gar nicht vorhanden. Dementsprechend könnten wir gucken, ja, wir haben hier einen Reiterhof, wo ist hier die Hauptkreuzung? Vielleicht sollten wir uns in der Nähe der Hauptkreuzung das Ganze hier mal angucken. Hier ist auch eine Tankstelle. Vielleicht hat sie ja oder ein Reitsportgeschäft, eventuell haben die da gar kein Geschäft oder irgendwas, dass man da als Zusatz diesen Automaten anbieten kann. Natürlich immer mit der Voraussetzung, dass wir da vor Ort auch die Möglichkeit haben, das Ganze zu stellen. So, würde ich sagen, wir gucken hier Reitsportcenter Wadenburg bzw. an der Tankstelle Pöpken einmal, ist da überhaupt was verfügbar? So, und wenn ihr so eine Route aufbaut, ihr braucht nicht gleich einen großen Transporter, da reicht ein Golf oder ein Golf Plus oder keine Ahnung was. Da kann man bequem damit die Automaten befüllen und hat dann einen Jahresumsatz von ungefähr mit drei Standorten, sage ich mal jetzt, von 55.000 bis 60.000 Euro ungefähr. Und das in einem relativ kleinen Radius, den man gut überblicken kann, und rechnet das Ganze nur mal 10. Mal eben eine halbe Million im Jahr drehen mit 30 Standorten ist gar kein Problem. Wichtig dabei ist immer, dass die Standorte nicht zu weit auseinander sind, dass ihr immer nach dem Schema F geht. Hier ist zum Beispiel gleich ein Reiterhof, da braucht ihr nichts hinstellen. Ne? Geht immer nach Schema F vor, dann habt ihr auch immer dasselbe Geld. Es gibt manchmal Standorte, die dann natürlich hervorstechen, sage ich mal, und welche, die ein ganz bisschen schwächer sind. Und das gleicht das dann wieder aus. Aber im Regelfall muss man halt gucken, dass man so ein flächendeckendes Netz aufbaut, dass man auch eine logische Route hat. Nicht Richtung Norden 10 Kilometer, Richtung Süden 10 Kilometer. Da sind es ja schon wieder vom einen zum anderen hin und her 40 Kilometer. Weiß ich nicht. Also da muss man schon gucken, dass man in eine Richtung geht, dass man, wenn man schon in verschiedene Richtungen geht, dass man in verschiedene Richtungen auch die Routen aufbaut. So, hier sind wir schon am nächsten Punkt. Da hinten ist diese Hauptkreuzung, die ihr auf Google Earth gerade gesehen habt. Und hier ein guter Indiz dafür, dass Automaten anerkannt sind, Zigarettenautomat. Und das ist eine Tankstelle, die ist mittlerweile eine Geistertankstelle. Das sieht man da oben. Und dementsprechend haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, hier vorne mit dem Auto zu halten, schnell ranzufahren. Hier geht der Hauptverkehrsstrom durch, ne? Und dementsprechend ist hier ein Automat ideal. Also besser geht's gar nicht. Was ein bisschen problematisch sein könnte, ist der Vandalismus, weil wir gegenüber nur ein kleines Bauernhaus haben, sage ich mal. Aber das deckt dann auf jeden Fall die Versicherung ab. Und Fragen kostet nichts. Und jetzt kommt nicht auf die Idee, das irgendwie auf den Hinterhof da reinzustellen oder an die Zapfsäulen. Das muss direkt vorne an der Straße sein, da wo es jeder sieht. Hier vorne nochmal, da ist ein Reiterladen. Da ist aber mit dem Parkproblem wieder so ein Ding. Also die Lage hier ist noch idealer, kann ich sagen, aber du kannst hier schlecht parken. Zumindest ist hier an diesem Abzweiger nicht der Strom, wo die meisten Leute langfahren. Und dementsprechend müssten wir uns vorne bei der Tankstelle positionieren. Und ich denke mal, dass die Tankstelle kein Problem damit hat, im Monat noch mal ein bisschen Geld mehr zu verdienen durch einen Automaten, der da einfach steht. Und was wir hier sehen, sind wirklich kleine Seelendörfer. Ne? Das geht natürlich auch in einer großen Stadt. Wichtig ist immer, wir sind an der Hauptverkehrsstraße oder an einem Schulweg, da wo viel los ist. So. Und das macht auch manchmal nichts, wenn da eine Tankstelle, ein Kiosk oder sonst irgendwas in der Nähe ist. Automatenkunden sind nochmal andere Kunden. Wir bauen unsere Route weiter auf. Wir haben jetzt Standort 1, Achtermeer, dann haben wir Oberlethe und dann gehen wir auf Wadenburg. So, wir sind in der Stadt. So, Wadenburg, auf dem ersten Blick
Groß, ja, aber auch hier muss man genau gucken, dass man an der Hauptverkehrsstraße eventuell bleibt. Das ist hier in dem Fall die Oldenburger Straße. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz Schule. Hier ist eine Schule, ja, aber diese Schule, das ist nur eine Grundschule. Grundschulkinder geben nicht so viel Geld aus wie Kinder, wie ich sage mal Leute von einer Oberschule oder Haupt- und Realschule, sonst irgendwas. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier schauen, ob wir hier auch eine Haupt- oder Realschule vielleicht sogar finden. Und dann haben wir hier die integrierte Gesamtschule. So, jetzt hier einen Automaten direkt vorne hinzustellen, das ist keine Option. Am Wochenende wird da wenig los sein. Deswegen gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, wieder an die Hauptverkehrsstraße. Das ist wahrscheinlich auch nicht die Hundestraße, sondern wird wahrscheinlich hier in dem Fall hier vorne wieder diese Straße sein, die Oldenburger Straße. So, das heißt, wo gehen die meisten Kinder lang? Die meisten Kinder kommen hier von diesen Seiten, gehen in diese Straße rein zur Schule, von der anderen Seite genauso. Das heißt, wir müssen hier vorne am besten an dieser Kreuzung im Innenbereich zur Schule hingewandt, also an diesem Punkt hier, einen Automaten aufstellen. Das gucken wir uns mal ganz kurz an vor Ort. So, wir sehen auf jeden Fall eine super Stadt, einen super Ort. Also selbst wenn man es hier an die Straße stellen würde, wäre es mega gut und mega perfekt. Wo jetzt letztendlich das Ganze interessant wird, ich fahre mal ganz kurz hier auf diesen Parkplatz hier rauf. Da vorne ist der Weg zur Schule rein. Hier ist so die Hauptverkehrsstraße. Wenn man das Ganze jetzt hier irgendwo am besten an der Innenlage bekommt, zum Beispiel hier bei diesem chinesischen Restaurant, aber dann vorne direkt am Zaun, dann habt ihr eine ideale A-Lage, wo ihr richtig Geld machen könnt. Und dementsprechend, und ganz wichtig, guckt da nicht nur einmal, ihr müsst wirklich jeden Tag in der Woche am besten das Ganze abfahren, gucken, wie ist es nachts, oder ne, Ferien und so weiter, und euch dann so einen Schnitt draus ziehen. Das bringt ja nichts, zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh, an der Waschanlage ist immer viel los. Die Daddys, die tagsüber kommen, die geben da kein Geld aus. Ihr müsst gucken, dass abends die jungen Leute da sind. Mit den jungen Leuten verdient ihr Geld. Da ist die Akzeptanz für Automaten wirklich groß und sehr stark. Und hier einen Automaten stehen zu haben, würde für euch bedeuten, im Monat mindestens, ja, ich sage ja immer so 1.400, 1.600 Euro, aber hier habt ihr mindestens beim Einzelautomaten 2.500 Euro, wenn nicht sogar 3.000 Euro Umsatz. Und hier steht noch keiner. Und so sieht es in fast ganz Deutschland aus. Und klar, reden andere Automatenaufsteller da nicht so offen drüber wie ich. Bei mir halt das Interesse, na klar, ich will auch Automaten verkaufen, und die kriegt ihr bei uns vom automatenland.de oder geht über onkelkramer.de, gibt es noch einen Gutschein, habt ihr eine Gratis-Academy und so weiter. Und so weit war das jetzt mal das Thema mit der Standortanalyse. Fahrt es regelmäßig ab, guckt euch die Gegend ein bisschen an, und dann habt ihr auf jeden Fall mega viel Erfolg. Guckt euch die Karte an. Wo ist die nächste Schule? Wo könnten die Kinder langlaufen? Sieht zwar mal ein bisschen aus wie Pedo-Heinz, wenn ich hier stehe mit meiner Kamera, aber ja, es nützt ja nichts, ne? Muss ja wenigstens, muss gucken, wie läuft das? Wo sind die Leute? Du verdienst ja nichts, wenn du deinen Automaten irgendwo hinterm Haus im Garten hast, sondern du musst wirklich da sein, wo die Leute sind. Und dann machst du auch Geschäft. Und so baut man sich letztendlich eine Route auf. Das ist im Prinzip nicht schwer, es ist leicht. Und klar, man muss die Standorte akquirieren. Wir würden hier wieder nochmal weitermachen. Wir würden gucken, vielleicht, dass wir auch irgendwie in eine Runde kommen, dass wir über Hatten gehen, dass wir über Oldenburg zurückgehen. Vielleicht kann man da im Krankenhaus noch was stellen. Da muss man nachfragen, dass wir über Iversen rausgehen, wieder hier. Und dann letztendlich nachher Friedrichsfehn, Edewecht, dass wir dann hier zu unserer Homebase quasi wieder was bekommen. Man kann dazwischendurch das Ganze in Betrieben vielleicht noch mit kleineren Automaten also ausbauen weiter, aber ich würde hier im Autobereich auf jeden Fall da bleiben. Und so geht man vor, man sucht sich Stück für Stück den nächstgrößeren Ort und sucht sich da die beste Lage. Und da muss man natürlich gucken, dass man auch den Standort akquiriert. Und dementsprechend hatte ich euch schon im letzten Video erklärt, wie es funktioniert. Und es wird jetzt die Tage auf dem automatenland.de auch nochmal oder zusätzlich auch nochmal auf onkelkramer.de halt die Möglichkeit geben, dass ihr euch eine Mappe downloaden könnt, damit ihr euch besser vorstellen könnt bei dem jeweiligen Standort, Inhaber, Betreiber. Und das geht überall. Also ich gehe mal rein hier, sagen wir mal gut, Bremen. So, Bremen. Bremen ist toll. Wir haben hier Riede, Weihe, Süke und so weiter, Brinkum. Und hier können wir uns immer die besten Positionen wirklich raussuchen und gucken, dass wir da
ja, eben die Hauptverkehrsstraße erwischen. Ein Abzweiger, der interessant ist mit vielen jungen Leuten, die vielleicht zu einer Realschule, zum Gymnasium oder sonst wohin gehen. Also auch Leute, die Geld haben. Was man dann auch noch schauen kann, ist, wenn man zum Beispiel in so einem Dorf ist wie Weihe. Weihe wird sicherlich einen Barbershop haben. Und der wird sicherlich auch irgendwo an der Hauptstraße sein, bin ich mir ganz sicher. Und dementsprechend kann man dann sagen, okay, wir gehen an diesen Barbershop ran, fragen, können wir bei dir mit aufstellen? Denn da sind sehr viele Kunden, die warten, die nehmen sich ein Getränk mit rein. Gerade Red Bull-Produkte und sowas, das sind Lifestyle-Produkte. Die trinkt man nicht nur, weil es schmeckt, sondern weil man auch, es ist irgendwie wie eine Rolex zeigen. Ich weiß nicht, aber es ist halt so. Eine Koks des Volkes, kann man sagen. Und genauso würde ich hier auch vorgehen. Also es ist eigentlich, vom Prinzip her, sieht es natürlich erstmal easy aus. Das Schwierigste ist dann vor Ort mit den Leuten das zu klären. Aber das müsst ihr wirklich Stück für Stück aufbauen. Macht nicht den Fehler, dass ihr zum Beispiel in Süke was habt und dann ganz nach Pferden hinfahrt. Ne? Das macht keinen Sinn. Ihr solltet schon Stück für Stück gucken, dass ihr eure Route hier ausbaut und euch da so ein System, ein Netzwerk, ein Netz aufbaut mit Automaten. Und dann könnt ihr wirklich sicher sein, dass ihr im Monat auf jeden Fall immer pro Einzelgerät 1,4 Umsatz habt. Habt ihr noch E-Shishas oder Alkohol mit drin, habt ihr nochmal 35% mehr Umsatz als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Habt ihr eine Master-Slave-Kombination, also einen doppelten, an einem guten Standort, dann macht ihr auch 3.500 bis 4.000 Euro Umsatz im Monat. Und so baut man sich das Ganze auf. Und so gehe ich zuerst vor, ich mache mir einen Plan, gucke mir auf der Karte das genau an und schaue dann halt nochmal vor Ort, wie sieht's aus. Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Schalten wir wieder zurück ins Auto. Ansonsten würde ich sagen, das war's von meiner Seite heute. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Und ich würde sagen, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Happy Vending, gute Geschäfte. Euer Onkel Kramer. Ciao. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law.